Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation. Ich bin Verena König und ich freue mich von Herzen, dass du da bist. In dieser heutigen Folge bin ich nicht allein, sondern ich habe die Freude, einen sehr inspirierenden Gast an meiner Seite zu haben. Schon vor einem Jahr in etwa habe ich bereits einmal mit Thomas Hübel gesprochen. Thomas ist ein anerkannter Lehrer, internationaler Prozessbegleiter und Autor zweier wunderbarer Bücher. In seiner Arbeit vereinigt er die Kernaussagen der großen Weisheitstraditionen mit den Erkenntnissen heutiger Wissenschaft. Wie schon in der ersten Folge mit Thomas angesprochen, würde es eine ganze Podcast-Folge füllen, aufzuzählen, was Thomas alles macht. Er ist sehr aktiv in der Friedensarbeit, er ist Veranstalter eines großartigen Trauma-Summits, eines Online-Kongresses und beschäftigt sich intensiv mit den Folgen von Trauma, insbesondere von transgenerationalem und kollektivem Trauma. Thomas ist gebürtiger Österreicher und lebt heute zusammen mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter in Tel Aviv in Israel. Wir unterhalten uns über verschiedene inspirierende Aspekte von Thomas' neuem Buch und ich wünsche dir bei unserem Gespräch wertvolle Inspirationen, Denkanstöße und vielleicht auch eine angenehme Berührtheit. Danke, dass du dir Zeit nimmst und jetzt viel Freude. Thomas, ich freue mich von Herzen, dass du da bist, dass du Zeit hast und auch den Raum findest, hier heute da zu sein. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr schon mal gesprochen und das habe ich sehr genossen, habe mich sehr gefreut über unsere Verbindung in dem Gespräch. Und jetzt in der Zwischenzeit ist viel passiert und unter anderem ist dein neues Buch erschienen. Das Buch, was auf Deutsch heißt, Die heilsame Kraft unserer Beziehungen, Trauma transformieren durch die Praxis wahrer Verbundenheit. Der englische Titel heißt Attuned. Ich finde es immer sehr spannend, wie Titel auf Deutsch und in der Originalsprache heißen. Und deswegen, weil ich den englischen Titel auch so wunderschön finde, möchte ich den gerne auch nennen. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderschönen Werk. Ich würde dich gerne zu Beginn fragen, so zum Einstieg in unseren Austausch, was für dich so die Hauptinspiration oder der Hauptantrieb war aus deinem Innersten, genau dieses Buch zu schreiben, wo es um Beziehung geht und die Heilkraft wahrer Verbundenheit. Ja, zuerst mal danke fürs Hiersein wieder und ich freue mich, mit dir im Gespräch zu sein. Und ich habe unser letztes Gespräch sehr genossen. Und ja, Attuned. Ich glaube ja, dass eines der wichtigsten Heilmittel menschliche Beziehung ist, dass die Einstimmungsfähigkeit, dass wir einfach ein total sozial ausgelegtes Nervensystem haben. Und dass dieses Nervensystem von klein an durch den Attachment-Prozess, wenn das gut läuft, immer stärker und stärker wird, gesunde Beziehungen aufzubauen. Wenn das verletzt wird, wird das halt auch teilweise unterbrochen. Und ich glaube auch in den 20 plus Jahren, die wir jetzt kollektive Trauma-Aufarbeitung machen rund um die Welt, sehe ich natürlich, wie wichtig Bezogenheit ist, wie wichtig Koregulation ist. Das heißt, dass Beziehung Sicherheit schafft, Stress reduzieren kann, sichere Beziehungen schaffen mehr Intimität, schaffen mehr Räume, Heilungsräume, um Trauma aufzuarbeiten. Und so gesehen haben wir, glaube ich, über die Bezogenheit ganz viele heilsame Aspekte zusammengefasst. Und wenn die Beziehung noch präziser eingestimmt ist, dann glaube ich, wird das noch potenziert, diese Heilkraft. Mhm. Ah, das öffnet jetzt eine Tür für ganz viele wertvolle Fragen, weil du sprichst da jetzt gerade von einer Art von Beziehung, die heilsam ist und die entsprechend ja auch, glaube ich, mit viel Bewusstheit zu tun hat. Und es gibt einige Begriffe, die du in deiner Arbeit verwendest, die ich ganz hochinteressant finde und auch sehr wichtig. Und ein Begriff ist sehr prominent natürlich tatsächlich die Einstimmung, also Attunement. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen ein Gefühl dafür vermitteln, was
deine Definition von Einstimmung ist. Es gibt da ja verschiedene Perspektiven aus der Bindungstheorie, dass das viel mit Feinfühligkeit zu tun hat, mit dem Rhythmus in einer Beziehung, dass, also wenn wir von Eltern und Kindern sprechen, die Bezugspersonen die Bedürfnisse lesen und wahrnehmen können und dann eben auch darauf eingehen können. Und in deinem Begriff von Attunement steckt aber noch mehr, finde ich, und eben auch bezogen auf Erwachsene und auch kollektive Beziehungen. Und vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in diese Einsicht von Einstimmung. Ja, also ich glaube, alles, was du gesagt hast, plus, also alles, was du gesagt hast, ist ja schon recht viel, dass wir feinfühlig miteinander sind, dass wir lernen, dass mein Nervensystem und dein Nervensystem, ich fühle dich und ich fühle dich, wie du mich fühlst. Wenn wir diesen Zyklus bewusst erleben können und wir auch sehen, wann das auseinanderdriftet, wenn das wieder zusammenkommt und wenn zwei Nervensysteme sich aufeinander einstimmen, das heißt, wenn ich ein Gefühl von dir bekomme und du ein Gefühl von mir bekommst, dann schaffen wir ein Ökosystem zwischen uns, das koregulativ ist. Das heißt, wir fühlen uns beide in dem Beziehungsraum sicherer, weil das Einstimmung bedeutet Sicherheit. Das heißt, das Nervensystem der anderen Person kann sich ein bisschen entspannen, fühlt sich wahrgenommen und in der Entspannung entsteht mehr Offenheit, da ist mehr Reguliertheit, da gibt es eine höhere Kapazität, inspirativ zu sein, da gibt es eine höhere Kapazität, auch heilsam zu wirken, sich selbst zu reflektieren, einander zu reflektieren. Das heißt, es entsteht da drin die Kapazität von innerem Raum, Raumhaftigkeit, dass ich mehr Raum in mir habe, mir meinen eigenen oder deinen Prozess anzuschauen. Aus Reflexionskraft entsteht Verdauung. Das heißt, wir können unsere Erfahrungen verdauen, wir können unseren Stress verdauen. Und aus dem entsteht wiederum Integration, weil genauso wie unser Essen ja auch integriert wird in unseren Körper, wird die psychologische Erfahrung, also die innere, emotionale, mentale Erfahrung integriert in unsere Perspektive. Das heißt, wir lernen ja die ganze Zeit. Wir nennen das Lernen, aber Lernen heißt, dass man meine Erfahrungen integrieren kann. Und das geht alles leichter, wenn wir in diesen sehr, sehr unterstützenden Beziehungsräumen sind. Und dann für die professionelle Anwendung, weil das Buch spricht ja auch ein bisschen über die professionelle Anwendung, entsteht Einstimmung für Therapeuten zum Beispiel oder Coaches oder Life-Coaches, dass unser Nervensystem noch viel feiner Traumatisierungen in unseren Klienten tracken kann, also so auffinden kann und da spezifischere Beziehungen schaffen kann. Sagen wir mal, jemand wurde traumatisiert, als er oder sie zwei war, dann sitzt ja ein Teil dieser Traumatisierung im Nervensystem genau da. Und das ist wie wenn man so einen Pfeil am Computer findet, im Finder. Und dann, wenn man das spezifischer adressiert, dann geht der Heilungsprozess meiner Meinung nach viel schneller, als wenn wir das nicht machen, weil sich das Nervensystem viel spezifischer adressiert fühlt, da wo die Traumatisierung sitzt. Und dann kann man das natürlich, wie du gesagt hast, ausdehnen, aber da können wir vielleicht später drüber sprechen, auf unsere Vorfahren, unser Kollektiv und so weiter. Ja. Ja, ich denke, das, was du gerade gesagt hast, mit dem Adressieren direkt der Wunde oder der Traumatisierung, das ist das, was du wahrscheinlich auch ausdrückst mit dem Begriff Trauma integrativ statt nur Trauma informiert. Also wir haben nicht nur Wissen über Trauma, was glücklicherweise wächst und was glücklicherweise sich verbreitet, sondern wir haben auch, wenn wir eingestimmt sind, dann die Möglichkeit, das zu integrieren, was wir wahrnehmen. Ich finde, das ist so ein riesiger, wichtiger Unterschied, weil wir ja, glaube ich, ohnehin als menschliche Spezies mit auch vielen Traumatisierungen, die uns ja auch von unserer fühlenden Natur auf intensive Art und Weise trennen, wir neigen dazu, viel im Kopf zu machen und viel über den Verstand oder den Geist regeln zu wollen. Und genau bei dem, worüber wir gerade sprechen, beziehungsweise was du gerade ausgeführt hast, genau da stoßen wir mit unserem Geist ja an Grenzen.
nämlich wenn es um Einfühlen geht, wenn es darum geht, jemanden in mir zu fühlen, so wie du es gerade beschrieben hast, also wirklich verbunden zu sein, das ist was anderes als ein geistiger Prozess und was anderes als Wissen umzusetzen. Und da möchte ich so gerne hin zu einem weiteren Begriff, den du verwendest und der so viel Tiefe hat. Und das ist der Begriff der Kohärenz. Ja, und so wie ich das verstanden habe, beschreibst du mit Kohärenz so etwas wie eine Art, auch wiederum eingestimmt sein verschiedener Bereiche oder verschiedener Aspekte unserer selbst, zum Beispiel unsere Emotionen und unsere Gedanken und unseres Körpers, also dass wir hier eine Art Einstimmung in uns und unseren verschiedenen Anteilen üben oder kreieren und dadurch so etwas entsteht wie Kohärenz, was ich jetzt übersetzen würde mit sowas wie Gleichklang oder zusammenwirken. Sind das Worte, die stimmig sind in diesem Zusammenhang, in deinem Verständnis? Ja, genau. Wunderschön. Ja, ganz schön ausgedrückt. Wir können uns das so vorstellen, dass es gibt einen Teil in unserem Nervensystem, der unsere physischen Funktionen und unseren physischen Körper abdeckt. Dann gibt es einen emotionalen Bereich, der unsere ganze emotionale Verarbeitung abdeckt. Dann gibt es den Bereich, der unsere kognitiven Funktionen abdeckt. Dann gibt es einen Bereich, der sich mit der Beziehungsfähigkeit beschäftigt. Und wenn wir verwundet aus unserer Kindheitsbindungsgeschichte oder wie auch immer von anderen Traumatisierungen sind oder eben schon das in die Wiege gelegt bekommen haben durch unsere Vorfahren, dann sind Teile von diesem physischen, emotionalen, kognitiven, vielleicht spirituellen und beziehungsmäßigen Einklang, von dem du sprichst, wie so ein bisschen fragmentiert, als hätte man die so separate Teile unterteilt. Das heißt, und wir sehen das ja, weil wir in einer kollektiv traumatisierten Welt leben, die schon traumatisiert war, bevor wir geboren waren und alle, die jetzt zuhören, haben wir gewisse Dinge normalisiert. Zum Beispiel, man kann ganz viele Selbsthilfebücher lesen, dann weiß man zwar viel, aber man kann es trotzdem nicht leben. Mhm. Und wenn ich es jetzt nicht leben kann, dann sagt man, naja, klar, ist so. Und ich will sagen, warum ist das so? Mhm. Ist das wirklich so? Oder ist das nur so, wenn wir in einem fragmentierten Innenraum leben, wo die kognitive Information, das heißt, es kommt in und macht eine Form. Wenn diese kognitive Information aber nicht bis in mein physisches Nervensystem kommt, dann weiß ich das zwar kognitiv, kann es aber nicht wirklich verkörpern. Ja. Und weil dieser Informationsfluss nicht stattfindet, weil da ja oft Trauma sitzt. So Kohärenz ist diese Flussbewegung. Deswegen sagen wir auch oft, wenige Leute kommen wahrscheinlich zu dir, zu mir, zu anderen, die sagen, ich bin so im Flow. Es ist irgendwie lustig. Aber wenn Leute kommen, und wenn die im Flow sind, dann brauchen die wahrscheinlich keine Sessions. Weil wenn wir im Flow sind, dann ist das eine Beschreibung von Fluss, von Glücklichsein, dass Dinge fließen, heißt ja, dass die Bewegung wieder vorhanden ist und nicht Stagnation. Und das heißt, unsere Energie ist immer hoch, wenn wir im Fluss sind. Und Kohärenz ist der innere Fluss von physisch, emotional, kognitiv. Das heißt, was ich sage, was ich fühle, was ich in meinem Körper erlebe, ist eine und dieselbe Botschaft. Und wenn ich Kohärenz ausstrahle in der Kommunikation, dann ist es für die Person, die zuhört, oder wenn jemand einen Vortrag hält und die Person ist kohärent, dann ist es für das Publikum viel leichter, die Information zu absorbieren, als wenn die Person, die spricht, inkohärent ist innerlich, weil sie zum Beispiel Angst hat, aber versucht, professionell zu sein. Und dann sendet die Person zwei Messages. Der Körper sagt A, aber der Verstand und das Verhalten sagt B. Ja. Und wir alle, wenn wir in einem Publikum sitzen und zuhören, müssen wir bewusst, entweder mir fällt das bewusst auf, oder ich muss unbewusst diese Spannung, die die Person ausstrahlt,
so rausfiltern, um dem Vortrag zuzuhören. Das macht natürlich schon mal ein bisschen was im Publikum, wie die Information ankommt. Und so wieder ganz genau, wie du gesagt hast, Kohärenz ist so ein Gleichklang. Und aus der Kohärenz auch fühlen sich die Menschen, mit denen wir sprechen, schon eingebunden in dem, was gesagt wird. Und das alles, glaube ich, sind Funktionen von Kohärenz, ja. Okay, es ist ganz spannend, was du gerade gesagt hast, hat in mir sehr viele Assoziationen geweckt mit, ja, eigentlich dem, was wir aus der Psychotraumatologie wissen, im Sinne von Kompensation und Überlebensstrategien. Also dadurch, dass wir, wenn wir vor allem früh traumatisiert werden, sehr viel an Kompensation aufbringen müssen, also zum Beispiel innere Anteile entwickeln müssen, die Funktionen und Rollen übernehmen, dass wir uns anpassen müssen und uns anders verhalten, als wir uns eigentlich fühlen. Das alles führt ja zu einem hohen Maß an mangelnder oder fehlender Kohärenz, weil in unseren Überlebensstrategien die Spannung von damals steckt und wir aber versuchen damit, genau damit Sicherheit zu kreieren. Und da frage ich mich gerade, wenn ich mit diesem Begriff so im Kontakt bin und dem, was du gerade dazu als Inspiration gegeben hast, wenn ich in einer chronischen mangelnden Kohärenz bin, also einer Inkohärenz, wenn ich es mal so nenne, wo kann ich mich als Betroffene hinorientieren, um Kohärenz zu entwickeln? Also ich denke so in die Richtung, es könnte ja sein, dass ich mir einbilde aufgrund meiner Überlebensstrategie, dass ich die Sicherheit beispielsweise in meiner Leistungskraft finde, in meiner Performance oder so. Und dann versuche ich darüber Kohärenz herzustellen, indem ich immer mehr in diese Fähigkeit investiere, weil mir nicht bewusst ist, dass ich eigentlich an einer anderen Stelle nach etwas ganz anderem suche, nämlich nach tiefer Sicherheit, Geborgenheit, Verbundenheit. Also wohin kann man sich wohl als betroffener Mensch innerlich oder auch im Außen ausrichten, um mit den richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Quellen Kohärenz zu schaffen? Also nicht einem Irrtum oder einer Kompensation weiter nachzulaufen. Ich hoffe, ich kann verständlich machen, was ich meine. Ja, total. Ja, das ist ganz schön, was du gesagt hast. Du hast es ja schon ganz schön beschrieben. Ich glaube, in dem Moment, wo wir so eine Bewusstheit schon mal kreiert haben, dass ich Kompensationen oder Abwehrmechanismen benutze oder entwickelt habe als Mensch, als Kind, und ich schaue da, lerne, entweder selbst oder durch ein Ökosystem, dass ich da drauf schauen kann mit einer Perspektive von, dass all diese Kompensations- und Abwehrmechanismen Intelligenzleistungen sind, die ich, für mich war das Beste, was ich tun konnte als Kind. Sonst hätte ich es anders gemacht. Das heißt, wenn das der Weg ist, dann war das das Beste, was mir zur Verfügung stand. Auch wenn das heute so aussieht, als wäre es eine Limitierung, damals war es, dass die beste Intelligenz, die aus meiner Kernintelligenz auf diese Umstände in meinem Ökosystem, sprich Familie oder Familie, Schule, wie auch immer, oder früher, geantwortet hat. Und ich glaube, zuerst mal diesen nicht pathologisierenden Blickpunkt anzunehmen, dass wir unsere eigene Intelligenz erforschen, wenn wir das machen, und nicht etwas, was ein Manko, ein Stigma oder ein Minus ist in meiner Persönlichkeit. Das ist schon mal ganz wichtig, weil das schafft eine ganz andere Neugier, wie ich meine eigene Intelligenz erforsche. Das macht was anderes, würde ich eine Schwachstelle erforschen. Weil Schwächen hätte man gerne weg, aber Intelligenzleistungen, mit denen kann man sich besser arrangieren innerlich. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Das heißt, dass ich für mich, aber dass wir auch Ökosysteme von Persönlichkeitsentwicklung, therapeutischen Umfeldern oder Gruppenräumen schaffen, die nicht pathologisierend da drauf schauen. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, weil das schafft viel mehr Ausrichtung und Willenskraft und Neugier, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das Zweite ist, dass ja,
Mir kann das selbst auffallen, aber sich einem Ökosystem auszusetzen, wo ich verschiedene Reflexionen auf meine eigenen Abwehrmechanismen und Kompensationen oder Musterbildungen in mir kriege, ist wichtig, weil ich schaue ja auf mich trotzdem durch meine Brille. Das heißt, mir fallen zwar ein paar Dinge auf, aber im Austausch mit anderen kriege ich Spiegelungen, die mir helfen, mehr von mir zu sehen. Das heißt, sich einem Ökosystem, in ein Ökosystem zu begeben, das mir hilft, mich klarer zu sehen, ist oft sehr hilfreich, als das alles alleine zu machen. Und dann natürlich zu sehen, dass, wie du schon gesagt hast, die Ausrichtung zum Beispiel auf Kompetenz oder Erfolg kann natürlich bei einigen Menschen eine sehr starke Angstkompensation zum Beispiel sein. Solange ich erfolgreich bin, deswegen oft Menschen, die dann in eine kind of Berufskrise kommen, plötzlich kriegen total viele Ängste, weil das ja auch ein Weg war, die Ängste zu kontrollieren. Und das heißt, dass ich beginne zu erforschen, welche Emotionen waren denn schwierig für mich als Kind und welche Beziehung braucht es denn zu den Emotionen, dass sich langsam diese Kompensationsmechanismen entspannen können. Und ich beginne diese die Emotionen direkter zu erfahren, titriert und vielleicht auch mit professioneller Unterstützung. Für viele Menschen ist das wichtig. Aber dass ich beginne, direkter mich wieder zu verankern in mir, wo ich aus mir, weil selbst der Erfolg hebt mich aus mir raus. Deswegen, das ist auch ein schönes, also wenn das eine Kompensation ist, und das ist auch ein schönes Beispiel, weil ich glaube, das zeigt auch, warum wir in einer Gesellschaft leben, weil wir sprechen oft von, ich hätte gerne eine nachhaltige Welt. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wenn viele Menschen Traumastress oder Attachment-Stress in sich über Aktivität kompensieren, können wir gar keine nachhaltige Welt schaffen, weil wir der Stress, der zu viel ist, der Traumastress, der verbrennt innerlich Ressourcen die ganze Zeit, weil wir im Prinzip immer auf einem höheren Stresslevel arbeiten, egal ob der bewusst oder unbewusst ist. Dann gibt es oft den Ruf nach einer nachhaltigen Welt, aber haben wir denn überhaupt genug Menschen, die in sich nachhaltig leben, damit wir eine nachhaltige Gesellschaft schaffen können? Und da sehen wir, dass der Raubbau an der Natur, der fängt schon mal in unserem Körper an, weil da wird schon viel abgebaut oder überwiegend Ressourcen abgebaut durch diesen Traumastress, der uns oft gar nicht bewusst wird. Ich sehe in meinen Gruppen immer wieder und Tausende von Menschen, wie wir sehen, erst wenn wir anfangen, diese innere Arbeit zu machen, kommen wir an Stressfelder in uns ran, die anästhesiert waren. Oh ja. Und so gesehen, und ich denke, du siehst das ja auch in deiner Arbeit, ich glaube, dass, weil manche Menschen sagen, ja, ich bin ja gar nicht so gestresst, aber wenn wir dann tiefer schauen, dann sehen wir, wow, wie viel Stress da ist, den ich gar nicht mehr spüre, der ist so normal. Ja. Ja, und so, das sind so ein bisschen, ich glaube, da können wir noch viel tiefer einsteigen, natürlich. Ja, da könnte man total einsteigen, ja. Aber ich finde den Aspekt super repräsentativ, den du gerade genannt hast mit der Nachhaltigkeit, weil du darin auch noch mal was gezeigt hast, was, glaube ich, eine der verheerendsten Traumawirkungen ist für uns kollektiv und auch für das, was wir hinterlassen irgendwann, dass wir, solange wir nicht bewusst sind über unsere eigene Innenwelt und vor allem über das, was eben aus dem Bewusstsein gedrängt wurde, solange sind wir auch auf eine gewisse Weise blind für das, was unser Tun oder Nichttun für eine Wirkung hat. Also es ist so, diese Schutzmechanismen vor dem Schmerz, der einen einstmals aufs Äußerste bedroht hat, die sind einfach so intelligent und so solide, dass sie sich eben auch nicht einfach mal wegnehmen lassen oder es nicht ganz einfach ist, sie zu durchschauen, sondern diese Erkenntnisprozesse fordern auch das Äußerste von uns, nach meiner Erfahrung, weil eben genau, wenn wir die innere Arbeit beginnen und diese Erkenntnisse auch uns auf allen Ebenen unseres Seins berühren, also nicht nur im Verstand, sondern im Körper, in der Emotion,
in der Beziehung und auch in allem, was wir sind, dann beginnt eigentlich ein anderes Leben. Also dann lässt es sich nicht mehr so leben wie vorher. Dann können wir nicht mehr über Leistung kompensieren. Dann können wir nicht mehr uns selbst schützen, indem wir etwas von uns weglassen, sondern wir sind dann so gefordert, diesen Weg zu gehen, dass wir eigentlich in dem Moment alle Unterstützung bräuchten, die es nur geben kann. Und dies aber noch nicht unbedingt vorhanden. So. Also im Grunde führe ich gerade noch mal aus, was ich durch deinen Impuls gerade wahrnehme in der Welt und auch in Heilungs- und Integrationsprozessen, dass sie immer bedeuten, dass man sich auf etwas einlässt oder dass man in einen Prozess hineingezogen wird oder in sozusagen in die Pflicht genommen wird von einem Heilungsprozess und dass das bedeutet, dass es ohne Beziehung, ohne Unterstützung, ohne ein Ökosystem, was Möglichkeiten bietet, loszulassen, sich neu zu finden und auch zu verdauen, wie du es nanntest, eigentlich nicht möglich ist. Und auch das macht dein Buch so deutlich, dass wir eigentlich zurückkehren dürfen zu einer urmenschlichen Kraft in uns, die etwas Unversehrtes in uns darstellt, so empfinde ich das immer, also diese Fähigkeit zum sich einlassen, wahrhaftig sein, wirklich in Verbindung sein, ist eigentlich ja, wie du ganz zu Beginn sagtest, unsere Natur. Und alles, was wir tun, um Trauma zu überleben, ist immer diese Natur zu schützen und deswegen viel darum rum zu bauen und ja eben uns zu retten mit Dingen, die uns davor schützen, dass das Innerste versehrt wird. Und wenn ich da jetzt ein Schrittchen weiter denke und da wieder dir gerne eine Frage stellen möchte. Du hast in deinem Buch auch wieder etwas beschrieben, was mich ganz arg berührt hat, nämlich wenn es um das Thema Integration geht, was so wichtig ist, um eben Trauma zu überwinden und zu sich zurückzukommen. Da sagst du an einer Stelle, Integration ist Evolution in Aktion. Und das würde ich so gerne von dir noch einmal ein wenig ja umschrieben hören, weil das der Satz ist einfach gehaltvoll. Ja, ich würde gerne nochmal unterstreichen, dass alles, was du gerade gesagt hast, super schön ist. Und diese Wichtigkeit, dass wir oft aus der Verletzung in der Beziehung in Missverständnis von Autonomie kommen. Ja, das, richtig. Deswegen ist ja so ein Boom mit vielen Selbsthilfebüchern, dass es natürlich wichtig ist, dass ich eine eigene Praxis habe, dass ich Fähigkeiten lernen kann durch Üben und durch Trainieren und durch Selbstreflexion und so. Das ist ja total richtig und wichtig. Aber dass wir auch sehen, dass oft Menschen, die in Beziehung verletzt wurden, viel länger versuchen, es alleine zu machen. Und dass das ja schon der Kompensationsmechanismus ist. Was heißt, wenn wir den noch mit Büchern füttern, dann wird der noch stärker, anstatt zu sagen, oh wow, für Heilung brauche ich eine heilende Umgebung, ein heilendes Umfeld, ein Biotop, wo Heilung stattfinden kann. Und ich will das gerne nochmal unterstreichen, bevor ich zu der Integration komme, dass ich auch immer wieder sehe, was passiert, wenn diese Kompensationsmuster langsam sich öffnen und wieder in die Beziehung sich ergießen können, also sich öffnen können, und dass darin ein neues Gefühl von Interdependenz entsteht. Und diese Interdependenz, wir sind zwar alle individualisiert, das heißt aber nicht, dass wir separat sind, dass wir getrennt sind. Wir sind individualisiert. Und ich glaube, deswegen sagen auch viele Menschen, naja, wenn ich individualisiert bin, dann bin ich Teil von einem Ökosystem. Und ich würde das nicht einfach so nehmen und sagen, stimmt das? Sind wir alle Teil von einem Ökosystem oder bin ich auch das Ökosystem? Weil, wenn wir jetzt sagen, ein Beispiel, wenn ich jetzt durch den Wald gehe, wo ist denn die Natur?
Und für manche Menschen, die würden sagen, ja, rund um mich, überall. Und ich würde sagen, und was bist du? Du bist nicht Natur. Also mein Körper ist ja auch Natur. Ob da jetzt der Hase durch oder das Reh durch den Wald läuft oder der Thomas oder die Verena, wir sind ja auch Natur. Aber es sieht so aus, als würden wir uns das ein bisschen rausnehmen und auf die Natur schauen, weil ich glaube, dass das schon ein grundlegend normalisiertes Traumasymptom ist. Ja, absolut. Wir oft Individualisierung mit Trennung gleichsetzen, weil viele von uns sich getrennt fühlen. Und dann, aber dass ich ein Individuum natürlich bin und gleichzeitig das Ökosystem, ist so ein bisschen, das macht eine Spannung mit unserem Denken. Das Das stimmt. Gesellschaft ist nicht nur rund um uns, like all die anderen, sondern ich bin ja auch Gesellschaft. Und das heißt, die Gesellschaft ist durch uns, die Natur ist durch uns, der Planet ist durch uns. Es ist diese Trennung, die da oft drinnen ist, ist was anderes als Individualisierung, dass ich einen Blickpunkt, eine Perspektive einnehmen kann. Und dass diese Perspektive aber fluide sein kann und nicht fixiert sein muss. Und das andere zu der Integration ist, weil Trauma ist ja oft Trauma ist ja die innere Antwort auf eine stark überwältigende Erfahrung. Was passiert ist, wir können ein Datenpaket nehmen, abpacken und wegsperren quasi im Nervensystem. Und da so eine Taubheit drüber legen, dass man das nicht mehr spürt, wie schmerzhaft das ist. Und das ist in Krisensituationen total wichtig für Menschen, das machen zu können. Aber wenn das da verpackt bleibt, dann ist da permanent eine sehr starke Ladung, ein sehr starker Schmerz, der kommt dann hoch, wenn wir getriggert werden. Aber dieses Paket, wenn das anfängt, wieder zurückzukommen in den Fluss von unserem zentralen Nervensystem, dann fängt diese Erfahrung, kann im Nachhinein begonnen werden zu integrieren. Und die Integration heißt, dass die Energie, die da drin steckt, zurückkommt in den Kernstrom von unserem Erleben. Und das vergrößert unsere Beziehung. Wenn jetzt zum Beispiel jemand als Zweijährige eine Traumatisierung erlebt hat, dann ist ein Teil von der Entwicklungsenergie der Zweijährigen in dem Trauma eingefroren. Das konnte sich nicht entwickeln. Aber andere Teile von den Menschen konnten sich weiterentwickeln. Das heißt, wenn wir dann oft in Beziehungen sind, dann haben wir zum Beispiel in intimen Beziehungen, haben wir dann viele Ängste. Die Ängste sind aber nicht die Ängste von einem Erwachsenen oder von einer Erwachsenen, sondern sind ganz junge Ängste, dass unser Partner die ganze Zeit gehen könnte. Aber das heißt, die Traumatisierung, die zirkuliert die ganze Zeit und ist immer wieder die gleiche Angst, die gleiche Angst, die gleiche. Und wenn das anfängt, sich zu integrieren, dann wächst die gesamte Perspektive und die Reifung von diesem jungen Anteil kann sich zu dem Rest hinzugesellen und plötzlich fallen diese Ängste weg. Und dann habe ich eine andere Beziehung zu meinem Partner, meiner Partnerin, die reifer ist, die offener ist, freier ist und einen Unterschied macht, wenn wir längere Zeit gemeinsam leben. Weil ein gewisser Verhaltensmuster wegfällt. Und ich gehe davon aus, dass das Gleiche ist, dass zum Beispiel so Themen wie der Zweite Weltkrieg oder der Holocaust enorme Mengen von Energie, die sich noch nicht entwickeln konnte, gebunden ist in unserem kollektiven Unbewussten und dass diese massive Kraft versucht, die ganze Zeit hochzukommen. Man hat das unter Covid gesehen, man hat das mit der Flüchtlingskrise gesehen in Europa, mit anderen Themen, also wo Fragmentierung politisch, sozial, Mental Health und alle möglichen Themen, die glaube ich oft nicht als die Boten dieser fundamentalen Verborgenheit von Nichtentwicklung aus dem entstehen. Und ich glaube, wenn das anfängt, wenn unsere kollektiven Traumatisierungen oder die wir mitbekommen haben von unseren Vorfahren, wenn die sich integrieren kann, dann entsteht eine enorme, massive Entwicklung oder Evolution. Das ist die Evolution, die im Eis eingefroren ist, und wenn die auftaut,
dann glaube ich, entsteht ein massiver Wandel und ein massives Lernen. Wir nennen das ja auch posttraumatisches Lernen. Das heißt, dass wir aus der Integration ganz viel lernen und ethisch wachsen als Menschen. Und das, glaube ich, brauchen wir für die Themen, die wir gerade haben in der Welt. Ja, das glaube ich auch. Ja, das drängt sich auf. Ja. Genau. Und okay, ja, es ist sehr, sehr nachvollziehbar, wie du es gerade beschrieben hast, dass Integration zu Evolution führt, beziehungsweise ja, Evolution ist, bei der man dann gewissermaßen zuschauen kann. Und ja, und gerade mit dem, was du zuletzt gesagt hast, dass du glaubst, wir brauchen das für unsere Themen, die gegenwärtig unser Leben so sehr beeinflussen. Ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir den Blick weiten, um diesen Zusammenhang überhaupt herzustellen. Weil so viele Menschen, das hört man oft in den Formulierungen, sowas ausdrücken wie: Die Dinge, die passieren, stören meinen Frieden, meine Welt, meine Sicherheit. Und da wahrzunehmen, dass das nicht ganz stimmt. Also, dass dann Teil fehlt, ja, dass dieser innere Frieden oder diese Ungestörtheit, die man sich wünscht, unvollständig ist, wenn das, was da geschieht, nicht auch einen Platz darin haben kann. Und ich finde das so bemerkenswert und habe darüber auch häufiger Diskussionen, wenn es um mentale Gesundheit geht oder um Abgrenzung, dass viele Menschen sagen, ich schütze mich, indem ich mich von Informationen fernhalte. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich empfehle auch, dass man dosiert und dass man darauf achtet, wie Informationen und zum Beispiel Berichterstattungen einen berühren und was es innerlich auslöst. Und ich weise aber auch immer gerne achtsam darauf hin, dass ich glaube, wenn wir uns davon abschotten, wir eine Schutzreaktion oder eine Schutzstrategie benutzen, die nur kurzfristig und auch wieder nicht nachhaltig funktionieren kann und die uns auch nur einen Scheinfrieden oder eine Scheinsicherheit gibt, weil wir es trotzdem spüren, was in der Welt geschieht. Und wir spüren, das ist auch wieder ein Begriff, den du häufiger verwendest, in unserem Nervensystem auch ein kollektives Nervensystem. Also wir spüren über unsere feinfühlige Natur, wie der Rest der Welt, zumindest derjenigen, die wir wirksam um uns wahrnehmen, aber ich glaube auch weitere Einflüsse, wir spüren, wie die Welt tickt oder anders gesagt, wie viel Sicherheit gerade empfunden wird und wie hoch das Maß an empfundener Bedrohung ist. Genau, und ich glaube, ich habe gerade noch mal was anders ausgedrückt, was du eigentlich schon gesagt hast, dass wir im Grunde diese Individuation, die wir uns häufig mit Trennung verwechseln, die können wir nicht benutzen, um uns sicher zu fühlen. Es funktioniert nicht. Das ist eine Kerntrauma-Überlebensstrategie. Und der Weg zu wirklicher Sicherheit und wirklichem Frieden ist die Integration, was so leicht gesagt ist und so wahnsinnig komplex und vielschichtig ist. Aber es ist wichtig, dass wir uns das, glaube ich, wirklich bewusst machen und uns auch zugestehen, dass das Prozesse sind und dass wir uns daraufhin orientieren oder ausrichten dürfen über Integration, Verbindung, Gemeinschaft, und auch Konfrontation, dass wir darüber eine heilere und gesündere Welt kreieren können. Ja, genau. Du hast es ja ganz schön beschrieben jetzt. Und dass natürlich für manche Menschen, die gerade in einem starken Traumaheilungsprozess sind, vielleicht diese Abschottung auch Sinn macht, damit sie zuerst mal mit ihren eigenen Themen irgendwie klarer kommen, weil sie davon so überwältigt sind. Das ist so. Absolut, ja. Und gleichzeitig unterstreiche ich total, was du gerade gesagt hast, dass selbst wenn wir uns von der Information abschotten, wenn ich auch das Ökosystem bin, dann bin ich, und du hast es ganz schön gesagt, ich habe ja auch, dass dieses um mein Nervensystem nicht nur ein persönliches Besitztum ist, sondern dass mein Nervensystem meine persönliche Erfahrung, meine individuelle Erfahrung kodiert, aber auch meine Vorfahren kodiert sind in meinem Nervensystem und das Kollektiv, wir im Kollektiv die ganze Zeit atmen. Und deswegen glaube ich ja, dass diese, was viele Menschen als
Krise oder Polycrisis bezeichnen. Klimawandel, Konflikte, Migration, was auch immer, dass wir aufgefordert sind, dass selbst die Psychotherapie, die individuelle Psychotherapie an ihre Grenzen kommt, wenn wir das Individuum nur als Individuum sehen. Es braucht irgendwie eine Öffnung von diesem Paradigma, dass wir individuell ahnen und kollektiv sind. Dass wir viel größer sind als diese Box von Individuum, also von getrenntem Individuum. Und da glaube ich auch, dass viele von uns spüren, also vor allem, es gibt ja viele Menschen, die unter Klimaangst, oder Klimadepression oder diese ganze Komplexität mit dem riesigen Datenfluss, dass es da einen Mangel an Reguliertheit gibt. Ich glaube, dass da viele Themen zusammenkommen, die uns so ein bisschen stärker und stärker an die Wand drücken und sagen, wir müssen das Gefäß öffnen, in dem das prozessiert wird. Und es braucht eine größere Version des Menschseins, als wir die momentan, glaube ich, oft haben, wenn wir auf uns selbst schauen und auch was uns so gelehrt wird von der Gesellschaft, wenn wir da drin aufwachsen, wer wir denn sind. Und ich glaube auch, dass hier so ein bisschen der Schatten der Hyperindividualisierung, also es geht nur um mich, es geht um meine Karriere, ich bin für alles verantwortlich und dass es keinen größeren Kontext mehr gibt, in dem ich stattfinde, das, glaube ich, fängt an zu kochen, wie so ein Druckkochtopf, weil das einfach nicht haltbar ist. Und deswegen glaube ich auch, genau was du gesagt hast, wir fühlen viele Dinge, auch wenn wir die noch nicht genau zuordnen können. Und da ist definitiv eine Erweiterung nötig und auch, glaube ich, im therapeutischen Arbeiten eine Erweiterung nötig, um gewisse Themen tiefer verarbeiten zu können. Und darin liegt ja auch so ein tolles Potenzial. Also in dieser unglaublichen, intensiven, hinter allem präsenten Verbundenheit, da liegt ja auch das wunderschöne Potenzial, dass beispielsweise ein Moment der Regulation, ein Moment des Zufriedenseins auch eine Information ist, die wiederum in diesem großen Feld existiert. Also die Arbeit an unserem eigenen Glück, unserem eigenen Wohlergehen, unserer eigenen Integration ist dementsprechend, wenn man es so rumdenkt, ja auch immer ein Beitrag für das große Ganze. Also etwas, was auch darum wieder eine Rolle spielt da drin. Ja. Ja, ganz Ich schön. würde gerne. Ich würde gerne so zum Abschluss hin, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Ja, super. Da würde ich gerne noch ein Thema ansprechen, was ich sehr spannend finde und ganz, ganz interessant. Und das ist das Thema rund um den Begriff Resonanz. Du beschreibst ja auch in deinem Buch, dass die Fähigkeit, in Resonanz zu gehen, so etwas ist wie, ich nenne es jetzt mal so ein integraler Bestandteil von wahrhaftiger Verbundenheit, von echtem Verbundensein. Und es stellt sich da so die Frage aus der Praxis sozusagen, wie kann es gelingen, dass ich in Resonanz gehe? Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen den Begriff erläutern, ohne dass ich beispielsweise in dem Traumastrudel eines anderen Menschen, in der Energie, die Richtung Vergangenheit zieht, die aus der Gegenwart herauszieht, die aus dem Halt und Raum in diesem Moment rauszieht, ohne da drin sozusagen zu versinken oder auf einer gefühlsmäßigen Ebene angesteckt zu werden. Also wie gelingt es, intensiv verbunden zu sein, auch im Sinne einer Resonanz, des intensiven Mitfühlens und gleichzeitig in der Präsenz verankert zu sein? Ich habe dazu viele Ideen, viele auch Erfahrungen, aber mich interessiert so sehr, wie du das siehst und beschreiben würdest. Ja, vielleicht dazu würde ich gerne sagen, dass zuerst mal wir Entwicklung ja in zwei Strömungen sehen können. Das eine ist Praxis, Verfeinerung, Training, das heißt kontemplative Praxis, eine regelmäßige Meditationspraxis, Yoga, Tai Chi, also alle möglichen gesundes Essen, was auch immer, das oder gesunde Beziehungsumfelder sich schaffen, die nährend sind. Alles, was mich ressourciert, zu trainieren und auch durch
kontemplative Praxis oder spirituelle Praxis eine tiefere Präsenz entstehen zu lassen in mir. So, das ist das eine. Aber das geht eben nur begrenzt, wenn wir uns nur auf die eine Schiene verlassen, sondern es braucht die andere Seite, das ist Integrationsarbeit. Das heißt, ich werde in den, sagen wir mal, in dein Trauma nur reingezogen, wenn ich in meinem eigenen Trauma angesprochen werde von dir. Ja, Ich werde da nicht wenn das in reingezogen. Resonanz gerät. Genau, wenn das in Resonanz, dann sagen Leute, boah, ich habe das übernommen, jetzt fühle ich mich auch schlecht. Lass uns mal schauen, ob du wirklich was übernommen hast oder ob das Trauma in der Person in dir eine ähnliche Resonanz hervorruft. Und jetzt sagst du, oh, ich habe die Energie auch jetzt in mir, jetzt klatscht das so auf mir drauf. Oder wir sagen, nee, nee, ich habe eine ähnliche Resonanz in mir. Und die reifere Version, anstatt sich permanent zu schützen vor anderen Energien und Menschen, ist zu sagen, ah, wenn etwas in Resonanz geht, dann ist das Trauma genauso wie wenn wir liebevoll gemeinsam hier ein entspanntes Gespräch haben und in einer Gleichschwingung sind. Und ich glaube, zuerst mal das loszulassen, dass wir schlechte Energien von anderen aufsaugen, sondern dass in meinem integrierten Selbst sauge ich gar nichts auf, sondern wenn meine eigenen unintegrierten Anteile anfangen mitzuschwingen, dann fange ich die an zu fühlen. Aber das macht schon mal einen ganz anderen Blick auf mich, wenn ich den Blick von ich schütze mich von dem Außen wegnehme zu, oh, ich habe im Innen was zu erforschen. Weil das oft schon mal 50% der Arbeit ist, dass wir das zu uns zurücknehmen können und nicht mehr versuchen, das Außen abzuwehren. Und dann kann ich schauen, okay, vielleicht ruft, was die Person in sich trägt, in mir Trauer hervor, in mir Trennungsgefühle, Ängste, Scham, Ärger, was auch immer in mir hochkommt. Aber dass das meine Themen sind, und dann bin ich schon viel näher auch an meiner Heilung dran, als wenn ich versuche, das permanent auf die Welt zu projizieren. Und von da an kann ich ja schauen, was braucht es denn da in mir? Aber dass Resonanz an sich ein total mächtiges Werkzeug ist. Weil oftmals wir so überkognitiv sind und in unseren Excel-Sheets und Businessplänen und so irgendwie so drinnen sind, dass wir diese Informationsverarbeitung durch unsere biologischen Systeme, dass die enorm viel Datentransferkapazität hat. Und dass wir, wenn wir uns wirklich wahrnehmen, ganz viel voneinander wahrnehmen können. Ganz, ganz viel. Aber das braucht Training. Und das ist ja Attunement, ist Training und Integration schafft ein Nervensystem, das wie zu einer Stimmgabel wird. Und dann mit allen möglichen Klängen mitschwingen kann. Ich glaube, dass, aber um präsent zu sein, braucht es eine kontemplative Praxis. Eine Praxis, wie ich mich tiefer mit meinem Körper verbinde, wie ich lerne, was meine Ressourcen sind, was mir gut tut, was mir Energie gibt, was mir hilft, wenn ich getriggert bin, irgendwie wieder mehr mich mit mir zu verbinden. Das ist die eine Seite, aber das schafft eben nur eine gewisse Stabilität innerlich, weil da, wo mein Trauma getriggert wird, ich permanent immer wieder angesprochen werden werde. Und deswegen muss ich mich, wenn ich mit Menschen tief eingestimmt sein möchte, muss ich mich mit meiner eigenen Integration beschäftigen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass alle Therapeuten ihre eigene Therapie machen, weil sonst, egal wie viel du weißt, wirst du in den Prozessen immer wieder dich mit den Klienten verstricken im Prozess, weil das Wissen nutzt ja da nichts mehr. Also es nutzt nur begrenzt, aber wenn du mal getriggert bist, dann braucht es was anderes. Aber wenn ich meine Ja, das ist eigenen so. Erfahrungen immer tiefer integriere, dann ist ja wie in der Supervision der Therapeuten jede Sitzung, wo irgendwas hängen bleibt, ein Lernschritt. Das heißt, wir erweitern uns an sich mit allem, was wir uns anschauen, werden wir größere Container, damit noch mehr Klienten bei uns landen können. Und das schafft ja sehr, sagen wir mal, erfahrene und auch erfolgreiche Therapeuten oder Gruppenleiter oder Leiterinnen, die dann aus dieser Weisheit, die sich dadurch kreiert, und deswegen sage ich oft, Weisheit ist
wie viel von der Welt in uns Platz nehmen kann. Und ich glaube, da drin steckt ja ganz viel, wo diese Resonanzfähigkeit sich zeigt. Also weise Menschen haben ja einen enormen Radius, Ja, Fragmentierung, Kapazität. Kapazität, in Resonanz zu bleiben. Ja, in bewusster Resonanz zu bleiben und ja, klar und präsent zu sein. Ja, ich finde das ein sehr schönes Wort zum Abrunden im Grunde. Ja, das, was du gerade über Weisheit gesagt hast. Und ich glaube, eine ganz wesentliche Essenz aus allem, was du hier jetzt geteilt hast, ist, Heilung ist sozusagen das Natürlichste, was von alleine im Grunde geschehen möchte, aber es geschieht nicht von alleine, wenn wir nicht anfangen, es zu tun, sozusagen. Also, dass wir Übung, Training, und auch wirklich ein Stück bewusste Entschlossenheit dafür brauchen, ist, glaube ich, etwas, was ich da noch mal ein bisschen herausstellen möchte. Und dass das aber etwas ist, was, das ist vielleicht auch deine Erfahrung, auf eine ganz spezielle Art auch belohnt wird, in Anführungszeichen belohnt. Also wenn wir uns hinwenden in Richtung Integration, in Richtung wieder zurückfließen lassen, was abgekapselt oder eingefroren war, wenn wir uns für diesen Prozess öffnen, dann beginnt nicht nur das Alte wieder zu fließen, sondern auch Lebenskraft beginnt wieder zu fließen. Und es kehrt viel auch zurück in unsere Präsenz, was auch im Grunde festgehaltene Kraft war und gehaltene Lebensenergie, die sehr verkoppelt war mit Schmerz und Trauer und Trauma. Und ja, das vielleicht auch noch mal so als zuversichtsspendendes Wort zum Abschluss hin, dass es zwar sehr viel Übung und auch Hingabe braucht, aber dass der Prozess als solcher Energie zurückbringt. Nicht nur Energie kostet, sondern eben auch Energie zurückbringt. Genau. Ja. Und dass die Entwicklungsenergie, dadurch, dass sie traumatisiert war, wenn sie integriert wird, einen zusätzlichen Lernschritt mitnimmt. Und dass wir dadurch, wie so, ich sage das oft, wie so eine Art psychoaktive Substanzen werden. Das heißt, wenn wir mal unsere eigene Traumatisierung integriert haben, beginnen wir das auch auszustrahlen. Das heißt, Menschen, die ähnliche Themen haben, werden sich in der Umgebung von jemandem oder von die das integriert hat, wohler fühlen, weil die Person was ausstrahlt, du das auch zur Weisheit beiträgt. Und oft, ich habe ja für unseren Collective Trauma Summit, den wir jedes Jahr machen, Großartiges Event, ja. ja, interviewe ich ja immer viele Leute. Und was sich durch die Bank zeigt, ist, dass die meisten Sprecher, die großartige Arbeit in der Welt machen, alle oder Sprecherinnen durch diesen Schritt gegangen sind, wo ihre eigene Traumatisierung, ihre eigene Heilung auch ihre Lebensaufgabe ausdrückt. Und ich glaube, das ist für uns alle total wichtig, dass wir nicht nur durch das Schwere vom Trauma gehen, sondern auch, wenn wir uns damit wirklich beschäftigen, auch die Weisheit von Trauma ernten. Und ich Oh glaube, das ist ja. ganz wichtig. Ja, absolut. Es gäbe noch so viele, so interessante Punkte und wertvolle Essenzen, denen wir uns widmen könnten, aber das ist zeitlich auch ohnehin nicht möglich, weil das auch so umfassend ist, dass es gar kein Ende gibt. Aber wer natürlich tiefer eintauchen möchte in weitere, ja, Inspirationen zum Thema Kohärenz, Resonanz und auch so etwas wie transparente Kommunikation, ein ganz wichtiger Begriff aus deinem Buch, dem sei dieses Buch herzlich ans Herz gelegt. Und vielleicht ergibt sich ja auch irgendwann nochmal die Möglichkeit, dass wir ein paar Dinge vertiefen, worüber ich mich sehr freuen würde. Aber an dieser Stelle für heute danke ich dir erstmal von Herzen für dein Dasein, lieber Thomas, für deine Präsenz und für die so berührenden und wertvollen Informationen, die du uns geschenkt hast heute. Vielen Dank. Es ist mir eine Freude, jedes Mal, wenn wir sprechen, da ist ganz viel Gleichklang und Resonanz. Vielen Dank.
Schön, danke dir. Ich hoffe von Herzen, dass dir das Gespräch zwischen Thomas und mir gefallen hat und dass du Wertvolles für dich daraus mitnehmen kannst. Wenn dich Thomas Buch und Thomas Arbeit interessiert, dann schau gerne in die Folgennotizen. Dort findest du einen Link zu Thomas Webseite. Ich danke dir sehr fürs Lauschen und möchte dich ganz zum Schluss gerne noch auf zwei wunderschöne Dinge aufmerksam machen. Zum einen läuft ja bereits seit ungefähr 2 Wochen unser Achtsamkeits-Adventskalender, der dir jeden Tag per E-Mail eine Videobotschaft bringt, in der du Inspirationen erhältst, um dein Nervensystem zu regulieren und dir was Gutes zu tun. Wenn du noch einsteigen möchtest, dann schau auch hier in die Folgennotizen, dort findest du einen Link. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen zu unserer kostenlosen Masterclass. Die Sprache des Nervensystems ist hier das Thema und die Masterclass soll mehr Balance und Leichtigkeit und Lebendigkeit ins Leben bringen. Es handelt sich um einen 11-tägigen kurzen Kurs mit vielen schönen Impulsen und viel Wissensvermittlung, der auch einen 60-minütigen Workshop und eine Q&A-Session enthält. Wenn dich das interessiert, und ich lade dich ein, dich dafür zu interessieren, denn da steckt wirklich viel drin, dann schau auch hier in die Folgennotizen und trage dich kostenlos ein. Es ist wirklich ein kostenloses Geschenk. 11 Tage intensiv fürs Nervensystem etwas tun. Und damit schließe ich diese Folge. Ich danke dir sehr für dein Dasein, für dein Lauschen und wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis bald!